zum Start des Jahres machen wir heute gemeinsam unser Vision Board. Zuerst erstmal, was ist denn überhaupt ein Vision Board? Ein Vision Board ist auch ein Traumboard und da könnt ihr eure Wünsche und Affirmationen für das Jahr anbringen, dass ihr einfach so einen generellen Fokus habt, worin ihr euer Jahr richten möchtet, was ihr vielleicht auch in euer Leben ein bisschen mehr manifestieren möchtet und worauf ihr ein bisschen mehr Fokus legen möchtet. Das Ganze hilft einem sehr, um seine Vision noch ein bisschen besser vor Augen zu haben und zu schauen, okay, dafür möchte ich, dass mein Jahr steht und sich selber seine Ziele so ein bisschen mehr vor Augen führt. Ich persönlich finde Vision Boards sehr, sehr nützlich. Ich mache seit ein paar Jahren Vision Boards, um einfach zu sehen, okay, das ist so generell der Fokus. Zum Beispiel, wenn ich mit Joggen wieder anfangen möchte, dass ich ein Bild vom Joggen noch drauf habe, dass ich einfach mich selber daran erinnere und ja, mich in das Gefühl reinversetze und dass man dazu positive Gedanken hat. Deswegen dachte ich, machen wir das Ganze heute. Es ist völlig egal, ob du das am 1. Januar schon gemacht hast, ob du das Mitte Januar machst oder auch irgendwann im Jahr. Es können sich deine Ziele verändern, du kannst den Fokus auf andere Sachen legen und deswegen finde ich es auch ganz sinnvoll, manchmal ein Hauptvisionboard zu haben und dann noch für den Monat zusätzlich kleinere Ziele und Anregungen, worauf du diesen Monat Fokus legen möchtest, um da auch ein bisschen zu schauen, okay, das ist mir diesen Monat wichtig, um sich da auch die Sachen runterzubrechen, wenn du ein langfristiges Ziel hast und auch immer wieder zu reflektieren, stehe ich noch dafür, ist das wirklich das, was ich möchte und ansonsten auch die Sachen ein bisschen abzuändern. Du kannst auch zum Juni oder Juli im Sommer dir auch ein ganz anderes Vision Board machen, wenn du dir da den Fokus auf ein bisschen mehr sommerliche Sachen legst. Also sei da wirklich nicht zu streng mit dir. Jeder hat für sich seine eigene Art, auch wie er ein Vision Board angeht und ich teile dir heute meine Idee. Für alle Neuen, hallo, ich bin Amy. Ich freue mich riesig, dass du mein Video angeklickt hast und ich freue mich, wenn du mir ein Abo dalässt und wir gemeinsam meinen Kanal voranbringen können und wachsen können, weil das ist auch ein ganz großer Traum von mir, dass, ja, mein YouTube-Kanal wächst. Schnapp dir jetzt also dein Getränk. Für mich ist es heute ein Matcha, wie könnte es anders sein? Und ja, verbringe ein paar Minütchen mit mir und reflektiere. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, sich ein Vision Board zusammenzustellen. Entweder auf Papierform oder im digitalen Bereich. Ich persönlich habe es lieber momentan digital, weil ich einfach mehr im digitalen Bereich meine Sachen anschaue und zusätzlich drucke ich es mir manchmal auch noch aus. Aber ich finde es sehr gut, als Handy-Hintergrund zu haben und als Laptop-Hintergrund. Der erste Schritt bei einem Vision Board ist erstmal, in sich selber reinzufühlen. Was hat mir letztes Jahr besonders gut gefallen? Welche Gefühle möchte ich in das neue Jahr bringen? Und worauf möchte ich mehr Fokus legen? Versuch reinzufühlen, in welchen Momenten du letztes Jahr besonders glücklich warst. Was du auch mehr in deinem Jahr dann haben möchtest und was du dir dann auf dein Vision Board packst. Zum Beispiel hast du was mit Freundinnen gemacht und ihr habt gepicknickt oder einen Sonnenuntergang angeschaut. Und das ist für dich extrem schön und wichtig und das möchtest du in diesem Jahr fortführen. Oder für dich ist es wichtig, dass du einen Abschluss schaffst und ja, in dieses Gefühl eintauchst, dass du das hinkriegst und alles und dann dieses Bild ein bisschen besser verkörpern möchtest. Ich finde es ganz wichtig und sinnvoll, sich auch Bilder daraus zu suchen, mit denen man sich selber ein bisschen besser identifizieren kann. Für mich zum Beispiel, wenn ich mich in dem Fitness-Lifestyle ein bisschen besser identifizieren möchte, bringt es nicht, für mich eine Person zu haben, die vielleicht braune Haare hat und mir nicht ähnlich sieht und einen komplett anderen Körperbau hat, was für mich viel zu unrealistisch ist, sondern dass man ein positives Gefühl hat mit den Bildern und sich so auch besser dann auf seine Vision fokussieren kann. Wenn du mehr rausgehen möchtest, in der Natur sein möchtest, auch Bilder von deiner Umgebung nehmen, weil das ist vielleicht auch etwas unrealistisch, dann die ganze Zeit Bilder vom Meer, wie man spazieren geht, hat, weil wir das jetzt hier, zumindest ich, nicht habe. Jetzt in ein paar Kategorien runtergebrochen, um da dann auch auf Pinterest zu schauen. Das ist der nächste Schritt, um sich so für jeden Bereich auch einen Fokus zu legen und zu schauen, okay, was möchte ich denn auf mein Vision Board packen. Im nächsten Schritt gehen wir jetzt auf Pinterest und schauen uns da dann auch passende Fotos zu raus. Und ich persönlich schaue dann immer zum Beispiel, dass ich jetzt bei Gesundheit oder Bewegung Sport eingebe und dann dahinter das Wort Ästhetik. Durch dieses Wort kommen dann viel, viel schönere Fotos bei raus, wo man sich auch eher mit identifizieren kann, wo man vielleicht hinkommen möchte, um sich das dann alles so anzuschauen. Wenn
wenn euch ein Foto gefällt, könnt ihr dann natürlich auch perfekt draufklicken und dann nach unten gehen und dann seht ihr meistens auch ähnliche Fotos, falls euch das Foto nicht 100% zusagt. Und ich mache dann auch noch auf Pinterest eine geheime Pinnwand, Vision Board 2023, die ich dann auf meinem Handy verknüpfe. So kann ich dann erstmal alle meine Fotos da reinpacken und durchgehen und dann später mache ich die mir in Canva, um da dann mein Vision Board zu gestalten. Ich habe mir jetzt eine neue leere Canva-Seite erstellt und zwar ist die 2560 Pixel mal 1600 Pixel. Das passt perfekt dann auf meinen Hintergrund und dann habe ich mein Pinterest offen und bin da dann auch in meiner Pinnwand Vision Board 2023. Und jetzt ganz einfach, was ihr machen könnt, ist, ihr klickt auf das Foto einfach drauf, rechtsklick, Bild kopieren und dann fügt ihr das hier ein. Und dann könnt ihr hier ein bisschen rumspielen und schauen, welche Größe ihr das haben wollt. Das lädt dann automatisch hier hoch. So geht ihr einfach dann eure ganzen Fotos ein bisschen durch, was ihr so haben wollt, also kreieren wollt. Zum Beispiel hier habe ich ein Bild mit Freundinnen, dass ich einfach Zeit mit denen verbringe und schöne Momente teile. Pack das jetzt erstmal alles quasi rein und dann gehe ich das nochmal durch. Ich habe jetzt alles angeordnet und meinen Hintergrund festgelegt und ich dachte, ich zeige euch noch ein bisschen, wie es bei mir jetzt letztendlich aussieht. Ich habe ganz viel zum Thema Lifestyle, Dead Girl auch, dass man einfach, dass ich draußen bin, dass ich mich bewege, dass ich mit Joggen anfange, ist für mich ein ganz großes Thema und einfach, dass ich auch den Fokus jetzt ein bisschen wieder mehr auf mich lege, weil die ganzen tristeren Zeiten sind vorbei und ich einfach mein altes Ich so reinkommen möchte und ein neues Ich. Dann, was ich auch ganz schön finde, ist auch ein Foto von sich auf sein Vision Board zu packen, um selber auch da nochmal ein bisschen besser in das Gefühl reinzukommen. Zum Beispiel, wenn man in der Vergangenheit schon mal was gemacht hat oder wenn man mit einem Augenblick vielleicht auch super happy ist, um sich das auch wieder ein bisschen besser zu manifestieren. Für mich zum Beispiel, ich möchte wieder den 10 Kilometer bzw. 11 Kilometer Lauf schaffen, deswegen habe ich da ein Foto von mir drinnen. Eine andere Sache zum Beispiel, dass ich wieder ein bisschen längere Haare haben möchte und deswegen habe ich auch mir eine Person rausgesucht, die eine ähnliche Haarfarbe hat und dass ich das einfach nur von hinten sehe, dass ich mich damit ein bisschen besser identifizieren kann, also healthy long hair und ja, mein Social Media und mein Business. Das Ganze laden wir jetzt runter und setzen das dann als Desktop-Hintergrund und dann könnt ihr euch noch eine Handy-Version machen. Das habe ich jetzt auch schon gemacht. Das sieht dann so aus. Da habe ich jetzt einfach auch nochmal die Key-Elemente draufgepackt, um ja das auch nochmal am Handy ein bisschen öfters zu sehen, weil ich tatsächlich einfach mehr an meinem Handy bin, anstatt an meinem Computer. Und dann zeige ich euch jetzt noch kurz, wie ihr eure Pinterest-Pinnwand hiermit auf dem Handy verbinden könnt. Dazu entsperrt ihr euer Handy und dann gibt es hier so Widgets, die man sich hinzufügen kann. Also hier oben geht ihr dann auf Plus und dann kann man sich hier eine Pinterest-Pinnwand aussuchen. Pinterest und dann einfach welche Größe man haben will. Ich habe ja schon das eine, deswegen zeige ich es euch anhand jetzt von der hier und dann könnt ihr hier, wenn das dann da ist, Widget bearbeiten, mit eurem Pinterest verbinden und dann eure Pinnwand hier auswählen. Ich hoffe, euch konnte das Video ein bisschen weiterhelfen, wie ihr euer Vision Board kreieren könnt. Und falls ihr euer Vision Board mit mir teilen möchtet, dürft ihr mich gerne da drin taggen. Ich schaue mir das richtig gerne an. Und ansonsten freue ich mich unglaublich auf das gemeinsame Jahr 2023. Es steht was sehr Großes bald an und ich freue mich, das euch bald zu teilen. Also ja, wartet noch ab. In circa 2 bis 3 Wochen werde ich euch davon erzählen. Und es ist so ein kleines neues Kapitel für mich und ich freue mich unglaublich schon. Und ja, bis dahin wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag, ein wunderschönes Jahr und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.